Christopher Street Day in Wiesbaden. Am Samstagmittag zogen ca. 700 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender durch die Innenstadt. Sie feierten und präsentierten sich, demonstrierten aber auch gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und deswegen muss ich jetzt noch einmal absolut klarstellen. Rassismus, Homo-, Bi- und Transphobie sind ein und dieselbe Sprache mit verschiedenen Dialekten und das lassen wir uns nicht gefallen. Dass wir nicht die gleichen Rechte haben in vielen Dingen, zum Beispiel was die eingetragene Lebenspartnerschaft angeht und die Ehe bzw. die Adoption von Kindern, da sind wir sehr besorgt, dass sich das nicht ändern wird. Die bunte Menge zog zum Schlachthof, wo gefeiert, aber auch informiert und gewarnt wurde. Wir wollen das Zuhause bauen, das wir verloren haben. Wir wollen ohne Furcht leben, wer wir sind. Eine Freiheit, die wir nie hatten. Wir finden, dass es viel zu viele Situationen gibt, in denen Schwule, Lesben, Transgender, Bisexuelle und queere Menschen noch Diskriminierung ausgesetzt sind und mit Benachteiligungen rechnen müssen, ob im Berufsleben, ob im Alltag, beim Arzt oder so. Wir denken, dass nur weil es einen schwulen Oberbürgermeister gibt und viele schwule, bekannte schwule Leute und Lesben als Nachrichtensprecherin, dass das noch nicht heißt, dass im Alltag wirklich die Gleichstellung erreicht ist. You make me feel like I am free again. Ein vielfältiges Bühnenprogramm startete und Oberbürgermeister Sven Gehrig nahm am Beachvolleyballturnier der Veranstaltung teil. Trotz fortgeschrittener Jugendlichkeit im Trikot der Jusos. Für das Publikum offensichtlich eine angenehme, für die Veranstalter eine besonders wichtige Veranstaltung. Da auch jetzt noch das schöne Wetter anhält, feiern wir hier am Schlachthof Wiesbaden mit wahrscheinlich 1.000 bis 2.000 Leuten weiter.